Die Bundestagswahl 2021, das Rentenwahlprogramm der Linken. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben für die Bundestagswahl 2021 von 6 Parteien, von denen wir annehmen, dass die auch am 26.09.2021 in den Bundestag gewählt werden, deren Wahlprogramme mal zum Thema Rente geprüft. Unter anderem auch die Partei der Linken, also das Wahlprogramm der Partei der Linken. Und die haben ja unter der Überschrift ihr Wahlkampfprogramm veröffentlicht: Zeit zu handeln für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Natürlich haben die Linken zum Thema Rente viel zu sagen, wie die anderen Parteien auch. Aber wir haben Parameter gefunden oder Parameter festgelegt, anhand derer wir wissen wollten, ob die Partei der Linken hier entsprechende Aussagen gemacht hat. Und das sind folgende Parameter. Wir wollten wissen, ob die Linken irgendwas zum Thema Bürgerversicherung zu sagen haben. Wir wollen wissen, ob die Linken was zum Thema Anhebung Regelaltersgrenze sagen, also länger arbeiten. Wir wollen wissen, ob die Linken eine Mindestrente einführen wollen, ob sie die Rente mit 63 abschaffen wollen, ob es irgendwie Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente geben soll und ob die Linken Aussagen zur Betriebsrente und anderweitigen Absicherung in ihrem Wahlprogramm getroffen haben. Und ich möchte einfach mal anfangen zum Thema Bürgerversicherung und das Rentenwahlprogramm der Linken zur Bundestagswahl 2021. Und da finden wir schon ganz konkrete Vorstellungen. Die Linken wollen bei einer Wahl und bei einer Regierungsbeteiligung die solidarische Erwerbstätigenversicherung einführen. Die Partei der Linken will mit dieser solidarischen Erwerbstätigenversicherung die Altersarmut bekämpfen und die Rente soll vor Altersarmut geschützt werden. Die Linken wollen den Rentenabbau beenden und dafür sorgen, dass das Rentenniveau wieder auf 53% steigt. Das heißt also das Rentenniveau, was wir im Jahr 2000 mal hatten. Was sagen die Linken denn eigentlich zum Thema Anhebung Regelaltersgrenze von 67 Jahren auf länger? Und da kann ich Ihnen gleich eins sagen, die Linken fordern die Abschaffung der Regelaltersgrenze von 67 und die Absenkung der Regelaltersgrenze von 67 Jahren auf das 65. Lebensjahr. Was sagen denn eigentlich die Linken zum Thema Einführung einer sogenannten Mindestrente? Auch hier ist das Parteiprogramm der Linken sehr konkret. Sie fordern eine Mindestrente von 1200 Euro und zwar für alle diejenigen, die trotz Arbeit ein niedriges Arbeitseinkommen haben. Diese Mindestrente soll eine sogenannte solidarische Mindestrente sein und sie wird jedes Jahr am 1.7. eines Jahres angepasst, also mit der Rentenanpassung dann angepasst. Die solidarische Mindestrente ist eine einkommens- und vermögensgeprüfte Rente. Sie soll aus Steuermitteln finanziert werden. Mit Vermögensfreibeträgen wollen die Linken sicherstellen, dass soziale Härten vermieden werden und normales, selbstgenutztes Wohneigentum soll unangetastet bleiben. Also das soll nicht an die Mindestrente angerechnet werden. Was sagt die Partei der Linken zum Thema Mütterrente? Da ist sie auch ganz konkret und sagt klipp und klar, für alle diejenigen, ob die Kinder nun 1960 geboren sind, 1992 geboren sind oder im Jahr 2000, die sollen alle pro Kind 3 Entgeltpunkte bekommen. Also nicht diejenigen, sondern die Eltern, die Kinder geboren und auch dann erzogen haben. Was sagen denn die Linken zum Thema Abschaffung der Rente mit 63? Da sagen die Linken, die Rente mit 63 soll nicht abgeschafft werden, aber vielmehr fordern die Linken, wer 40 Jahre gearbeitet hat und das 60. Lebensjahr vollendet hat, soll abschlagsfrei in Rente gehen. Also die Linken fordern eine abschlagsfreie Rente mit Vollendung des 60. Lebensjahres
und 40 Jahre Arbeit. Also sozusagen eine Sonderform der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, nur unter anderen Bedingungen. Welche Aussagen treffen die Linken in ihrem Wahlprogramm zum Thema Erwerbsminderungsrente? Und auch hier werden sie ganz konkret und sagen, dass es Verbesserungen und Änderungen bei der Erwerbsminderungsrente geben muss. Wer krank wird, darf also nach dem Willen der Linken keine niedrige Rente haben. Der Zugang zu Erwerbsminderungsrenten muss vereinfacht werden. Das heißt also, die Anspruchsvoraussetzungen sollen hier einfacher gestaltet werden. Die beschlossene Anhebung der Zurechnungszeit soll auch für die Menschen gelten, die vor 2019 eine Erwerbsminderungsrente bezogen haben. Übrigens keine unbekannte Forderung. Wir haben verschiedene Revisionsverfahren beim Bundessozialgericht anhängig. Das Bundessozialgericht wird sich zu diesem Thema entweder dieses oder nächstes Jahr höchstrichterlich nochmal befassen. Vielleicht wird ja dann dieses Problem durch eine höchstrichterliche Rechtsprechung im positiven Sinne entschieden, sodass dann vielleicht viele Millionen Menschen hier nochmal einen Zuschlag auf die Rente bekommen können. Was sagen die Linken zur betrieblichen Altersversorgung? Die Linken lehnen grundsätzlich eine kapitalmarktorientierte betriebliche Altersversorgung und eine private Versorgung ab. Die Riester-Rente ist gescheitert. Sie muss abgeschafft werden. Die Riester-Rente soll auf Basis der Freiwilligkeit in die gesetzliche Rente überführt werden. Also alles, was Sie da in die Riester-Rente eingezahlt haben, können Sie dann entscheiden, dass das in die gesetzliche Rente eingezahlt wird und dann Ihren gesetzlichen Rentenanspruch auch erhöht. Eine reine Beitragszusage und die Enthaftung der Arbeitgeber bei Betriebsrenten lehnen die Linken kategorisch ab. Statt einer überwiegend von Beschäftigten finanzierten betrieblichen Altersversorgung wollen die Linken eine überwiegend von den Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen finanzierte betriebliche Altersversorgung als sogenannte betriebliche Sozialleistung einführen. Aber was konkret und wie konkret das aussehen soll, da müssen wir erstmal abwarten, wenn die Linken irgendwann mal in Regierungsverantwortung kommen, wie das dann aussehen würde. Die Linken haben in ihrem Rentenwahlprogramm relativ klare und konkrete Vorstellungen im Bereich der gesetzlichen Rente. Sie stehen für höhere Löhne und eine gerechte und armutsfeste Rente. Auf die Fragen der Demografie und deren Folgen auf die gesetzliche Rente finden wir aber im linken Wahlprogramm auch keine konkreten Antworten. Ein wichtiger Punkt, den die Linken hier aufgefasst haben, ist der sogenannte Härtefallfonds für die ungerechte Behandlung von ostdeutschen Rentnerinnen und Rentnern nach der Wiedervereinigung. Da müssen wir auch abwarten, was die Rechtslage oder wie sich die Parteien hier zu diesem Härtefallfonds einigen. Ich sage es nochmal, unser Wahlkampfcheck für die Rentenwahlprogramme stellt keine Wahlempfehlung für die Parteien dar. Sie selber müssen sich entscheiden, welche Partei sie am 26.09.2021 bei der Bundestagswahl wählen wollen. Näheres finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.